Auch Kalex-Pilot Alex Marquez fehlt nur 0,069 Sekunden auf die Bestzeit. Insgesamt lag auch der Rest des Feldes eng zusammen. So trennten die Piloten bis zu Dominique Agata, KTM, auf Rang 19 weniger als eine Sekunde. Die Zeiten waren bereits zu Beginn der 45-minütigen Session schneller als noch am Vormittag, da sich die Streckenbedingungen verbessert hatten und es deutlich wärmer war als noch im ersten freien Training. Regen angekündigt, da für morgen Regen vorhergesagt ist, nutzten die Moto2-Fahrer die Zeit, um an ihrer Rennabstimmung zu arbeiten und die Haltbarkeit der Reifen zu untersuchen. Es herrschte daher reger Fahrbetrieb auf der Strecke, was sich auch in neuen persönlichen Bestzeiten bemerkbar machte. So konnte sich Oliveiras Teamkollege Brett Binder, KTM, noch einmal steigern und fuhr auf Rang 4 vor. Ein starkes Ergebnis für das Aho-Team. Das Training im Relive im Eurosport-Player auch Joe Mir, Kalex, präsentierte sich erneut stark und wurde als fünfter bester Rookie der Moto2er-Klasse. Seine Rückstand auf die Spitze betrug 0,345 Sekunden. Dahinter belegten Isaac Vinales, Kalex, Ika Lecuona, KTM, und Hector Barbera, Kalex, die Plätze 6 bis 8. Der MotoGP-Absteiger machte im Vergleich zum Vormittag einen großen Sprung nach vorn. Videosturz im Training, Ben Snyder rutscht auf dem Vorderradweg, Mattia Pasini überstand die Session nach den wiederholten Getriebeproblemen im ersten freien Training diesmal ohne Zwischenfälle und stellte seine Kalex auf Platz 9. Auch sein Markenkollege Jorge Navarro kam diesmal ohne technische Schwierigkeiten aus und rundete die Top 10 als 10. ab. Rookie Romano Fenati schnitt mit seiner Kalex als 11. deutlich besser ab als am Vormittag. Ihm fehlten 0,657 Sekunden auf die Spitze. Abflug von Gartner. Er kam zeitgleich mit Francesco Bagnaia ins Ziel, der sich nach seinem Sturz in FP1 wieder erholt hatte und den Trainingsfreitag als 12. beendete. Die Piloten des Intec-GP-Teams hatten auch am Nachmittag zu kämpfen. Javi Fiegel kam nicht über Rang 15 hinaus. Teamkollege Marcel Schröter landete 3 Plätze dahinter auf Position 18. Sein Rückstand betrug 0,878 Sekunden. Für einen heftigen Abflug sorgte im zweiten freien Training Remy Gardner. Die Kalex des Australiers überschlug sich dabei mehrfach, er blieb aber zum Glück unverletzt. Zuvor war bereits Gardners Tech-3-Teamkollege Bo Benschneider gestürzt. Beide schlossen das Training entsprechend weit hinten auf den Plätzen 23 Gardner und 25 Benschneider ab. Zudem ging am Nachmittag noch Kalex-Pilot Tetsuta Nagashima zu Boden. Er wurde letztlich 20. Direkt zum Motorsport-Total.com-Video, Flug ins Aus, Gardner stinksauer.